Ich so, also Elder Scrolls Online hat so verpasst, gute Quests zu machen. Das sind wirklich ganz wenige noch Sammelaufgaben, aber die Quests sind einfach so langwierig und langweilig, da will man doch auch keine Quests machen. Aber ESO ist extrem questbasierend, also man müsste die Quests eigentlich gut machen können, aber sie machen es nicht gut. Wenn man sich schon auf die Quests konzentriert, dann macht es doch ein bisschen besser. Die Community ist abhängig. Sie muss gute Quests haben. Schon wieder müde, oh je. Erregung macht müde. Weicht er noch extrem oft aus, der Charakter. Ob das Glück ist oder nicht. Habe ich viel Konz... Oder was war das? Was war das, der Ding? Konzentration ist Präzisheit. Verfassen? Nein. Wahrscheinlich schon Konzentration, oder? Oder, ah nein, das ist wahrscheinlich gar nicht attributsbasierend. Dann habe ich vielleicht einfach nur Glück. Bei mir ist sowieso irgendwie Glück fast nicht bemerkbar. Ups. Ja, wenn zwei angreifen, dann kann ich mit dem Rest HP nicht gewinnen. Ah, ich mag solche Auto-Attack-Gegner bei solchen Spielen nicht. Bei Action-Rollenspielen ist es klar, bei normalen Rollenspielen mit Aktivsystem auch. Aber bei Regnum überhaupt nicht. Wieso? Die nerven ja nur. Sie nerven nur. Sie nerven nur. Ich habe mal richtig viel gepult, aber gebracht hat's nichts. Weil in diesem Spiel kann man irgendwie gar nicht pullen. Also, es nützt nichts. Außer wenn man mehrere Leute sind und Heiler hat und so. Mit dem Hexenmeister könnte man es mal probieren, so zu pullen, aber ich denke mal, es wird auch negativ, denn er hat zwar Schutzschild und ein paar Defensivzauber, aber eventuell wird er auch auf die Kippe kommen, bevor er andere tötet. Also Gegner tötet. So, schon wieder da und bald ist auch unser negatives Ding wieder weg. Das finde ich irgendwie lustig. Durch die Monster bekommt man diese Sachen. Diese Schwäche der Toten, aber durch die Mitspieler nicht. Wäre es doch nicht interessanter, wenn das mit den Mitspielern würde gehen und bei den Monstern nicht. Ich finde es irgendwie völlig sinnfrei, bei den Monstern zu machen. Also natürlich, Spieler greifen an dann, aber ich meine ja, das wird man sowieso die ganze Zeit, auch wenn man keine Schwäche der Toten hat. Und schon wieder so ein extrem weit aus angreifender der Wolf. Was ist denn das für ein Ding? Ein System. Und die schon so weit angreifen, merken, dass ich da bin. Und oh, ein schönes Schwert haben wir. Hat ein schönes Skin, der überhaupt nicht passt. So, jetzt müssen wir noch kleine Schlangen töten. Aha. Gehen wir mal schnell kleine Schlangen töten. Ist ja so interessant. Yay, statt Orks müssen wir jetzt Schlangen töten. Welch Innovation.
Boah, darum ist das Spiel also so gut und versinkt fast in der Vergesslichkeit. Ironie. Ich warte doch nicht. Das ist auch sinnfrei. Das warte ich doch nicht. Ich drücke einfach durch, fertig. Oh, Schlangen, ich sehe euch nicht. Irgendwie ist alles viel zu dunkel. Hier ist eine Schlange. Ah, was ist denn? Nerv nicht, Schlange, indem du in mich reingehst. Da ist noch eine Schlange. Aber es gab auch mal mehr Schlangen in dieser Umgebung. Gestern nach der Aufnahme war es noch schlimm. Ich habe Magneten gesucht und in der ersten Stunde habe ich keine gefunden und dann plötzlich fünf miteinander und dann habe ich's, da kam wieder keine und dann habe ich's aufgegeben. Wenn man so viele Gesteine findet, dann erwartet man auch einen Drop von Magneten und ich nehme die ganze Zeit Gesteine und Ding. Da könnt ihr sehen. Ah, die habe ich gar nicht mehr. Okay. Ich könnte sie dann mal aufheben, wie viele Steine ich schon finde, im Gegensatz zu den neuen Magneten. Dann seht ihr mal, wie selten die sind. So ein Fünfer habe ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Und es soll ja so Hobby-Leute geben, hobbylose Leute geben, die ganze Zeit Magnas sammeln. Für mich ist das viel zu nicht gewinnbringend. Und sowieso, ich handle ja nicht, also ist das für mich eigentlich fast nutzlos. Ich gebe doch nicht irgendwie 10.000 Magnas für eine Magna-Waffe aus. Also bitte. Da katze ich auf die Magnas. Ich benutze die Magnas als Toilettenpapier und sonst irgendwas. Sieben von 12. So. Aber eben, ich sammle immer wieder für die Community. Zwar habe ich jetzt schon wieder 70 Magnas noch nicht verschenkt, aber ich werde sie wahrscheinlich wieder verschenken, aber ich warte, bis einer von YouTube kommt, auch mal ein bisschen Interesse hat. Ja. Okay, Leben haben wir noch. Müssen wir schon wieder schauen, sonst passiert wieder uns das Gleiche, greift wieder irgendwie ein Ork an, sonst irgendwas. Wobei Orks hier gar nicht sind. Ja, da seid ihr. Kommt ihr auch endlich? Nein, das ist ein Anführer, das ist nicht gut. Oh, man sieht ihm so schlecht. Hau ab, nicht angreifen. Nicht mehr angreifen. Es ist gut für meine Gesundheit. Dankeschön. Sehr schön. Und schlafen. Bisschen schlafen, die haben immer die Augen zu. Hier ist ein lebloser Körper. Zum Verkauf angeboten. Gibt es Leichenhandel? Noch? Früher gab es manchmal Leichenhandel, aber die waren nicht sehr teuer. Ich gebe dir 5 Leichen für 2 Köpfe. Alle, nimm doch die Köpfe von der Leiche. Ach, komm schon.
Ich mache jetzt einfach weiter, wir müssen noch eine töten. Wo ist jetzt die eine? Ah, da. Ork, du hast sie verdeckt. Jetzt sieht man plötzlich wieder besser. Keine Ahnung wieso, also wenn es Nacht ist, die Schlangen nicht so gut sehen, dass es dunkler ist als in der Nacht. Verstehe ich irgendwie nicht. Aber das liegt wahrscheinlich am Ambient Occlusion. Tötet den mal. Nein! Ah, ihr faulen Wachen. So habt ihr den nicht getötet? Und BOOM! Alles explodiert wieder. Diesem Quest-Ton. Also hier haben wir irgendwo einen. Dann hier drin. Dann wieder hier. Oh mein Gott. Nochmals hier. Oh, sie ist das eine innovative Quest-Serie. Oh. Krass, war das interessant. Ich fühle mich geschmeichelt. So eine Innovation hat das Game. Da muss man sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben haben. Solch Trost und lieblose Entwickler habe ich wirklich in fast noch keinem Game gesehen. Oh. Immer noch nicht Quest beendet. Und schon wieder muss man zurück. Jetzt. Und jetzt noch hier drüben, genau. Wir haben hier ein Amulett der Härte. Was haben wir? Feuerschaden. Ich kacke auf Feuerschaden. Nimm ein bisschen mehr Defensive, das ist viel besser. So. Quest annehmen. Jetzt, was haben wir hier noch zu lösen? Ah, hier drin. Man levelt auch nicht so gut. Irgendwie habe ich mit dem Beschwörer besser gelevelt. Oder kommen erst die schweren Quests noch? Ach, immer in den Häusern. Wieso können die nicht vor dem Haus stehen? Da muss man immer sich rein... laufen. Also man muss reinlaufen. Man kann nicht mit dem Pferd rein. Ich kann nicht Pipi Langstrumpf nachmachen. So, schon wieder junge Zyklop. Was ist denn los mit den jungen Zyklopen? Sind die so gefürchtet bei euch? Dass ich so viele Zyklopen-Quests machen müsste. So. Und jetzt... natürlich... so nicht... wieder zurücklaufen. Ah, gehen wir einfach mal ein paar Monster kloppen. Ich weiß jetzt nicht, welche blau sind, aber... ich habe irgendwie keinen Bock jetzt aufs Questen. Ist ja sowieso immer das gleiche. Obwohl eigentlich Monsterkloppen auch immer das gleiche ist und PvP ist auch immer das gleiche. Und Items findet man auch immer die gleichen. Das Game der Abwechslung 2014. Haben wir hier blaue Gegner? Ich suche blaue Gegner. Blaue Gegner. Nicht mal Steine gibt's hier. Was? Wir haben's Tor, also Kack auf Drache ran. Was ist denn da so eine Sprache? Kauderwelsch. Mokmoradör sind Zyklopen wären.
Aber die gibt's natürlich hier wieder mal nicht. Wieso auch? Oh Gott. Halt Wölfchen töten. Also zuerst Zyklopen. Tollwütigen Wolf können wir euch auch schon angreifen. Auch wenn er grün ist. Also schon angreifen. Auch noch angreifen. Wilder Wolf natürlich nicht. Da unten ist ein Zyklop wenigstens. Eine schwarze Perle. Wieso haben die Zyklopen eine schwarze Perle? Wollen sie die Zyklopen beeindrucken oder was? Beschenken. Ach, wir müssen bald wieder heilen. So langweilig. Ha, wieder stehen. Das hat man an der Animation schon gesehen. Weil dann fällt er ja nicht um. Mehr Schaden wäre auch gut mal. Ich habe irgendwie kein gutes Schwert gefunden. Ja, hoffentlich finden wir wenigstens im Laufe der Ding. Ah, wir sind bald. Ja, okay, in 6 Level. 30 oder so. 31, glaube ich, brauche ich für ein neues Schwert. Wird knapp. Ja, haben es geschafft. Dieser Crit hat mich gerade noch das Leben gerettet. Fafa, du Arschkriecher. Fafa? Also ich sehe keinen Fafa. Wahrscheinlich mein Treffer, der anders Fafa heißt. Wie ein Riese. So. Das hat's einen Ork-Krieger. Da müssen wir in diese Richtung gehen wahrscheinlich. Ein Wolf. Ja, gehen wir doch zum Krieger. Okay, weg! Du nervst! So, hopp, hopp. Agro, alle Agro! Viel zu Agro! Wie im Fußball eben, die ganze Zeit in den Schienbein hacken. Für manche Fußballspiele hat das Schienbein eine magische Anwirkung, da muss man nicht mehr reinkicken. Also die müssen den anderen reinkicken, so. Dann hat man wirklich... Oh, das Gefühl, man ist immer Opfer einer Schienbeinattacke. Ist gut, dass mein Schienbein aus Titanium ist. Oder fast Titanium. Und dadurch sehr widerstandsfähig, also... Ja. Eben. Nicht so schmerzempfindlich bei mir ist. Dann lassen wir die halt ein bisschen Schienbein hacken. Ich
Ich könnte auch ein bisschen simulieren, aber ich mach's auch nicht. Ich mag simulieren irgendwie nicht. Was hat man davon? Man kommt ja nicht mal Respekt, also man bekommt ja das Gegenteil von Respekt. Verhöhnung. Schaff, schaff. Nein. Oh, die Zyklopen machen, oder die Orks machen zu viel Schaden. Nein, es ist ein Zyklop gewesen, aber vorher war es ein Ork. Da hat viel zu viel Schaden gekloppt und ich dachte, ich schaff's noch. Immer wenn ich denke, ich schaff's noch, schaffe ich es nicht. Okay, ja. Machen wir das nächste Mal weiter. Wenn es mir vielleicht ein bisschen wieder besser geht. Aber das mit dem Lecken und mit den Spielen hat mich gestört und bin da ein bisschen negativ gewesen. Ja. Ich hoffe, mir tut direkt noch genug Spaß machen für weitere 100 Folgen oder so. Jetzt bin ich auf Folge 175, glaube ich. Ist das oder auch 76, wenn es schon eine neue Folge war. Und ja. Es ist wirklich auch abhängig, wie viel mitmachen. Also ich tue es jetzt noch eigentlich wegen dem Clan. Aber wenn ich ja Mitspieler habe mit zum Let's Playen oder einfach nur dabei sein, dann wird es mich ja natürlich auch noch viel mehr Motivation geben. Und vielleicht muss ich auch mal wieder eine Pause machen, keine Ahnung. Aber ja, weiteres werde ich dann demnächst sagen, wenn es dann ausschlagkräftiger ist. Aber momentan macht es noch ja genug Spaß, um es zu Let's Playen. Also bis denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.